Alter, was? Hätte ich mal Medipacks gekauft. Ich bin so schlau. Weil man stirbt hier so schnell. Sollte echt aufpassen. Uha! Fuck, ich bin gleich tot. Oh Gott. Und dann darf ich wieder... Mann, ich brauche doch nur diesen Bereich hier. Dann habe ich ihn. Und ein Medipack. Sehr schön. Zwei Stück sogar. Geil. Hallo, Freunde. Zum Freischalten musst du erst Wachpostenziel ausgeschaltet. Okay. Hier nochmal eben schnell reinschauen. Okay. Was muss da erst gemacht werden? Was stand da? Wachpostenziele abschließen. Ach so. Das heißt also... Was ist hier? 10 Meter? Was ist das denn? Hä? Haben wir. Hier auch. So, ausgeschaltet. Töte die KVE-Chirurgen. Zerstöre die versiegelten... Was stand da gerade? Zerstöre die... Was war das? Versiegelten? Irgendwas mit Versiegelte? Okay. Okay, dann müssen wir... Was war das denn? Was war das denn? Hier waren wir ja schon mal gewesen. Aber da war noch keine Action. Ach, da ist jemand. Guck mal. Willst du mich verarschen? Du rufst keine Hilfe. So. Lass mal plündern. Kommen wir hier rein? Ja, kommen wir. Ich glaube, wir müssen das zerstören. Schau mal eben. Kann ich hier nochmal was bauen? Ja, sehr schön. Bauen wir nochmal ein bisschen Sprengstoff. So. Und dann sprengen wir das mal in die Luft. Oder auch nicht. Ah, doch, jetzt. Und ich musste mich heilen, weil ich mittendrin stand. Ich bin so schlau. Weißt du, mit Sprengstoff funktionierte das nicht? Nein, ich muss drauf schießen. Ist klar. Woher weiß der, dass ich hier bin? Der hat mich doch gar nicht gesehen. Willst du mich verarschen? Woher wusste der, dass ich hier bin? Hä? Ich schnall's nicht. Ist manchmal sehr merkwürdig. So. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall auch nochmal nach oben, glaube ich, so wie es aussieht. Boah, mit dem Truck würde ich jetzt gerne durchs Parkhaus donnern. Vollidiot. So, den plündern wir mal. Okay, kein... Jetzt geht das wieder los. Okay, ich schieße auf das Fass aus weiter Entfernung. Ja. Ja. Ah, wollte schon gerade sagen. Okay. Wie kommen wir denn nach oben weiter? Ist es hier? Ah, hier. Und auf der Etage soll noch einer sein. Angeblich hier. Oder steht der über uns? Okay, der wird über uns sein. So. Boah, ich sehe gar nichts. Hilfe, oh Gott. Laut Karte sind die alle da. Und da ist noch eine Kamera. Die schalten wir mal aus. Und da ist auch ein MG, was uns anschießt. Hilfe, oh Gott. Jetzt nicht mehr. So, ich hoffe... Aua, was, wo? Hm. Ach, da. Wir haben nicht mehr viel Leben. Also, ich habe kein Medipack mehr. Ich sollte echt aufpassen, was ich tue. Hier muss doch noch einer sein, oder ist ja... Okay, der scheint unten irgendwo zu stehen, glaube ich. Sieht zumindest danach aus. Das könnte natürlich sein. So, und wir müssen noch ein Ziel erledigen. Hä? Frei die Gefangenen. Unten sind welche gespawnt. Hat man jetzt auf der Karte richtig gesehen. Lol. Okay. Wir sollen jetzt also hier richtig aufräumen.
Und es ist ein Fahrzeug gespawnt. Ernsthaft. Ich glaube, jetzt kriegen wir richtig Gesellschaft. Okay, warte, wir machen das anders. Na, huch. So, weil unten steht ein schwer gepanzerter, so wie das aussieht. Oder auch nicht. Ich glaube, das war's, ne? Gott sei Dank. Nein, ich, wollte die Waffe nochmal wechseln, und zwar nochmal auf, normales Sturmgewehr. Genau. Und jetzt können wir auch die Gefangenen befreien. Sehr schön. Hallo, Freunde! KVA, ISO-Container-Depot, Gelände überfallen. Nö, nee, bisher noch nicht. Die ISO-Container sind beseitigt. Das sollte das Ende der Gefangenenfolter der KVA sein. Gut gemacht, Brady. Yep. Ich müsste mal eben ein paar Verbrauchsartikel kaufen, und zwar Medipacks. Ein paar Batterien nochmal. Treibladungspulver, genau. Dann haben wir wieder genug soweit. Munition haben wir auch. Ja, können wir Richtung Mission gehen? Haben wir die Gebiete eigentlich... verstecken. Haben wir die Gebiete, glaube ich, geklärt, ne? Genau, bis auf die Polizeistation. Da gehen wir jetzt direkt hin. Alter Schwede. Wir haben noch nicht einmal... Ich wollte es nur mal kurz anmerken nochmal. Wir haben nicht einmal irgendwo ein Gebiet rot gelassen. Alter. So geil. So geil, ich feiere das. Huch. Und ich mag das Spiel irgendwie. Es macht so viel Spaß. Ich habe, wie gesagt, ich habe... Hallo, mein Freund! Ich habe, was wollte ich denn jetzt gesagt haben? Der hat mich ein bisschen abgelenkt. Ich sehe ihn gar nicht. Hilfe. Ich stürze mich hier voll in die Action. Ich weiß, ich habe schon viel über das Spiel, wie gesagt, auch gelesen alles. Und auch hier, halt Multiplayer soll halt nicht so gut sein und tralala. Aber, keine Ahnung, ich habe Multiplayer noch nicht gespielt. Singleplayer finde ich total geil, irgendwie aufregend. Willst du mich verarschen? Okay, wir müssen hier hin. Ah, der scheint hier oben zu sein, ne? Okay, wir gehen mal nach oben. Ich hoffe, wir werden nicht gesehen. Okay, was haben wir hier? Gesundheitskit können wir immer gut gebrauchen. Boah, und wie geil das ist mit James Bond-Feeling und so, ey. So geil. Und dann dürfen wir hier noch in dem Spiel Timesplit das als Easter Egg spielen. So geil. Habe ich es nicht noch gesagt gehabt am Anfang des Spiels? Oh, habe ich es nicht am Anfang des Spiels noch gesagt? Ich komme mir irgendwie vor wie bei James Bond. Ja, ja, schieß hier mal. Willst du mich verarschen? Sollte mich ein bisschen heilen. Huah. Das war knapp. Ich grabbel den nochmal eben ab. Oh Gott, rein. Hilfe. Ciao, Jungs. Oh Gott, jetzt muss ich auch noch hacken und ich werde gerade beschossen. Oh Gott. Ist natürlich ein super Vorsprung, den ich habe. Oh! Bitte! Aufhören! Ich hab dir alles gesagt, was ich weiß. Steck mich einfach wieder in meine Zelle! Hey, was ist hier los? Du gehörst nicht zur KVA. Danke, dass du mich hier rausgeholt hast. Spawn muss dich geschickt haben, darum werde ich ihm einen Besuch abstatten. Hier ist nichts für immer frei. Nochmals, danke. Ja, und somit haben wir die Polizeistation auch. Sehr schön. Brady, hier spricht Parrish. Dana und ich sind gerade bei der Börse angekommen.
Ich habe deine neuen Freunde getroffen und mir ein paar Sorgen gemacht. Eigentlich tue ich das immer noch, aber Dana hat ihre Hand für sie ins Feuer gelegt. Schaff deinen Arsch hierher, dann gehen wir den Plan durch. Aber natürlich. So, wir haben wieder ein paar SMS. Von Small. Es ist schön, Gina wieder bei uns zu haben. Es sei denn, sie stellt gerade meinen Unterschlupf auf den Kopf oder droht mir, mich zu verschlagen, mich zu schlagen. Vielleicht könntest du sie wieder zu KVE bringen, wenn wir fertig sind. Ich muss Harley gerade wieder etwas Sprengstoff wegnehmen. Wenn wir nicht bald mit unserem Auftrag beginnen, wird sie noch alles in die Luft jagen. Was mir aufgefallen ist, wir haben schon seit langem kein Tagebuch mehr gefunden. Tagebucheinträge waren immer so geil. Konnte man immer so viel lesen. Gab auch immer viel... Okay, wir haben zwei Missionsziele. Sehe ich das gerade richtig? Ich schau mal eben auf die Karte. Okay, es ist nur eins hier. Okay. Bin gespannt, welche Gebiete da von der Map noch kommen. So. Interessant. Okay, wir gehen mal zur Börse. Dort treffen wir unsere Freunde. So. Dann gucken wir. Okay, wird anscheinend auch nicht mehr gekämpft. Die Leute sind alle draußen. Kreisen gerade auf dem Weg des Widerstandes. So. So, dann gehen wir mal runter. Zack. Spinner, die City Hall angreifen? Sie sind alle Killer und genau das brauchen wir. Huch, was ist das denn? Ich halte sie schon bei der Stange, keine Sorge. Guck mal. Mit meiner Toilette habe ich schon schmackhaftere Dinge gesehen. Das ist ein Gefängnis, was hast du erwartet? Was ist das denn? Brady, schön, dich unversehrt zu sehen. Ja, schön. Jetzt was ist das denn hier? Simpson verfolgen. Gehen wir mal den Plan durch. Na, scheiß auf den Plan. Wir wollen die Norks bekämpfen. Also legen wir endlich das los. Das ist gruselig. Hast du vergessen, wer hier das Sagen hat, Small? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich wollte nur... Okay, wie sieht der Plan aus? Wir werden die Tunnel nehmen, die uns Mickey gezeigt hat, um zur City Hall zu kommen. Small, du und dein Team machen sich zum Dach auf. Schaltet die Norg-Wachen aus und macht einen Weg zu Simpson frei. Überlass das uns, Parrish. Wir warten schon eine Ewigkeit auf diese Gelegenheit. Parrish und ich werden in den Überwachungsraum einbrechen und das Gebäude abriegeln. Das gibt uns genug Zeit, um uns Simpson vorzuknöpfen und zu verschwinden. Kommen wir nun zu dir, Brady. Du wirst das Gebäude gegenüber der City Hall infiltrieren. Wenn du drin bist, schaltest du die Hauptantenne ein. Dann können wir unser Gespräch mit Simpson in ganz Philly ausstrahlen. Endlich in den Arsch treten? Ruhig, Small. Das stehen wir gemeinsam durch. Wenn wir scheitern, war's das mit dem Widerstand. Wir werden aber nicht scheitern. Das wird hier niemand zulassen. Wir legen los, sobald du bereit bist, Brady. Stell sicher, dass du alles Nötige hast. Ich hab soweit alles. Das ist es, Brady. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich frage mich nur gerade, was ist denn das hier? Was ist denn das? Eine Gasmaske, die einfach hier oben in der Luft schwebt? Okay, ich gehe nochmal eben hier nochmal eben. Medipack kaufen und nochmal eben einmal Sprengstoff. Und dann haben wir soweit eigentlich alles und dann können wir eigentlich schon loslegen. So. Ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wenn du diese Mission beginnst, kannst du keine Aufgaben oder Wachposten mehr abschließen. Willst du weitermachen? Das klingt förmlich nach Finale. Ich schaue nochmal eben auf die Karte, bevor wir es jetzt machen. Nein. Wir haben eigentlich jedes Gebiet gecleared. Gut, okay. Links am Bildschirmrand die paar Klamotten. Natürlich jetzt hier, wie zum Beispiel da 14 von 15 Scharfschützen. Und, ja, 2 von 3 Nebenaktivitäten. Oder hier 16 von 25 Scharfschützen. Alter, ist das am Ruckeln jetzt gerade? Hallo, Framerate. Okay, aber was mir wichtig war, war auch halt, die Gebiete zu clearen. Okay, ich würde sagen, Alter, ich würde sagen, ja, ich bin bereit. Okay, reißt euch mal alle zusammen. Das Spiel beginnt. Ja! Lasst uns ein paar Norks verprügeln. Oh, oh. Dann lass uns mal überraschen. Der letzte Kampf, quasi. Finalfolge, jetzt hier bei Homefront The Revolution. Ich fasse es nicht. Ich kann es immer nicht glauben. Brady, wir sind drin. Parrish und ich machen uns zum Sicherheitsbüro auf. Small und sein Team sind in Position.
Steig aufs Dach und finde die Fernsehantenne. Wir okay. Wir müssen das Signal kompromittieren, bevor wir zu Simpson gehen. Müssen einsteigen. Wir sind bei dir, Brady. Wir sorgen dafür, dass du in einem Stück auf das Dach der Fernsehstation kommst. Yo, will noch eben kurz gucken. Ah, okay, da. Okay, da sind wir jetzt. Nachschub dabei, falls du was brauchst. Ja, klar, gerne. Ich habe soweit eigentlich alles. Ich bin im Aufzug zum Laufen. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich bin fast da. Nur noch einen Augenblick. Wo? Verstanden. Oh, okay, ich gehe voraus und suche einen Weg, dich auf das Dach der Fernsehstation zu bringen. Oh Gott. Okay. Das ist auch ein schicker Parkplatz. Macht man jetzt so, ist so modern. Schon, Leute, wann können wir das Feuerwerk starten? Es ist ruhig hier oben. Ich will etwas in die Luft sprengen. Alter, der ist voll durch, ist der. Der ist voll durch. Brady die Antenne gesichert hat. Bau keine Scheiße. Glaubst du, dass Smalls Team für uns bereit sein wird? Machst du Witze? Small brennt schon lange darauf, der KVA und Simpson einen Schlag zu versetzen. Ist zwischen den beiden was vorgefallen? Glaub nicht, dass wir das wissen wollen. Okay, Parrish hat uns an dem SMS. Ich weiß, dass ich dir nicht sagen muss, was hier auf dem Spiel steht. Wenn wir Simpson nicht vor die Kamera bekommen, sind wir am Ende. Natürlich weiß ich das. Ist ja das große Finale. Boah, Alter, was? Wow. Alter, was? Boah, krass. Boah, übel. Das ist übel. Passt auf Scharfschützen auf. Sieht so aus, als würde uns jemand den Arsch frei halten. Okay. Ich würde gerne. Oh Mist, ich hab's. Das wollte hier irgendwann mal jemand raus. Ich frage mich, ob es ihnen gelungen ist. Niemand entkommt den Netzen der KVA. Das weißt du. Okay. Wir müssen durch diesen Zaun durch. Hat jemand einen Bolzenschneider? Ja, ich. Seit Anfang des Spiels habe ich den. Huch, was ist das denn? Alter. Lol. Okay, ich glaube, das sollte auch nicht so sein, dass der Container da wie wild umherfliegt. So. Das wird sich schon bald ändern. Simpson glaubt, von hier aus zu herrschen. Der Schwachkopf merkt gar nicht, dass er nur eine Marionette der Nox ist. Spätestens morgen weiß er es. Okay, weiter geht's. Ah, sieht schon geil aus. So, wir müssen da oben rauf. Dann schauen wir mal. Bis jetzt noch alles ruhig. Mal gucken. Das wird sich wahrscheinlich schleunigst ändern. Wie zur Hölle sollen wir da raufkommen? Das kann ich dir nicht sagen. Ich konnte die Steuerung der Fensterputzerplattform hacken. Nur noch einen Augenblick. Okay. Sie ist ein verschlungenes Genie. Gelange über die Fensterputzerplattform aufs Dach. Steig auf die Plattform, Brady. Mit ihr kommen wir auf das Dach der Fernsehstation. Jawohl. Was war das denn für ein Stöhnen gerade? Alter. Bleibt ruhig und genügt. Lass uns das schnell erledigen. Mir gefällt es hier oben nicht. Wir sind Das ist sie, Brady. Die Hauptfernsehantenne. Finde einen Weg, die Kontrolle über sie zu übernehmen, damit die Nords unsere Übertragung nicht unterbrechen können. Oh Gott. Friedenswächter. Sieht so aus, als würden die Nox kein Risiko eingehen wollen. Von hier aus können wir die Deckung geben, Brady. Versuch nur möglichst leise vorzugehen. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich versuche mal so ein bisschen. Ich versuche das jetzt erstmal mit Schleichen. Mal gucken. Vielleicht bekomme ich das ja hin, dass ich diesmal mit Schleichen irgendwie das so ein bisschen. Okay, da ist jemand am Laufen. Ist da im Container auch einer? Im Container ist auch jemand. Der kommt gerade raus, ne? Ich versuche das Ganze jetzt erstmal mit Schleichen. Mal gucken. Weil sie sagten ja, ich soll das ruhig angehen. Hier lief doch auch irgendwo einer gerade. Da steht er. Na, kann ich mir den schnappen, ohne dass mich einer sieht? Na komm, 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 komm. So, der ist schon mal weg. Die Sachen schnappen wir. Kann ich eigentlich die... Man konnte doch die... Konnte man die Leichen nicht aufnehmen? Ich hätte die jetzt gerne woanders hingelegt. Ach nee, das ging ja nur über Dishonored. Apropos Dishonored, da kann ich ja mal kurz drauf eingehen.
Dishonored 1 habe ich ja das Let's Play abgebrochen, weil, ja, nicht so viele auch geschaut haben und des Weiteren, ich dann auch im Stream, wie gesagt, kaum Resonanz irgendwie hatte von euch, irgendwie, also von Leuten, die zugesehen haben, dass, wie gesagt, deswegen, ja, weil es nicht so gut ankam, habe ich es abgerochen, genau wie Beyond Two Souls. Ich will mal überlegen, ob ich es nochmal neu anspiele, weil der zweite Teil kommt ja bald. Ich habe ja Dishonored 1 gespielt und ich fand es echt geil, und den zweiten Teil würde ich gerne auch spielen. Stehen jetzt beide noch hier? Ja. Ja, die stehen beide hier, okay. Jetzt mal gerade heimlich aufgestoßen. Hier ist schon wieder ein Kabel. Wir müssen irgendwas hier machen. Oh, oh. Nein, das war so klar. War so klar. Jetzt gerade, jetzt der Letzte. Der Letzte muss es wieder... Der Letzte muss es wieder rausreißen, ist klar. Der Letzte muss wieder rausreißen. Gute Arbeit, Brady. Okay, jetzt zu Simpson. Wir werden eine Abriegelung einleiten, damit er keine Verstärkung bekommt. Du gehst mit Smalls Team aufs Dach, damit Simpson nicht entkommen kann. Das Dach sieht sauber aus. Ich glaube, wir haben sie alle erwischt. Okay, sehr schön. Gut. Haben die mir ja gut Feuerschutz gegeben. Okay. Uah, huch. Wollte ich gar nicht. Oh mein Gott. So. Hey, verdammt nochmal, worauf wartest du noch? Ja, ich komme. Hallo? Du musst dich dorthin abseilen und es zu Ende bringen, Brady. Alles in Position. Sie warten nur auf dich, Brady. Ich muss mich abseilen. Brady, yeah. Jetzt die Abwicklung aus. Sichere das Dach. Das Rathaus. Gerade in die Hosen geschissen, aber er rührt sich nicht vom Fleck. Er glaubt wohl, dass er dort sicher ist. Okay, los geht's. Jetzt geht die Action los. Ja! Mich einsperren, ja? Fixer! Okay, da habe ich gerade auf meine eigenen Kollegen geschossen. Verdammt doch mal! Er schießt sie! Okay, jetzt kommt ein bisschen Action hier ins Geschehen. Fick dich, genau. Fick dich. Fick dich einfach. Alter, wer steht denn hier mir im Weg? Achso. Okay, den haben wir. Müssen ein bisschen vorrücken jetzt hier. Ich versuche nochmal ein bisschen Munition hier aufzusammeln und so. Hey Brady, wir brauchen dich in Simpsons Büro. Ich markiere eine Tür auf deinem Telefon. Geh dorthin. Okay. Eine Tür. Ah, hier. Scheiße, die Abriegelung hat auch diese Tür abgeschlossen. Dana, du musst sie überschreiben. Brady, fuck. Da kommen weitere Soldaten in deine Richtung. Dana, beeil dich mit dieser Tür. Warte, Brady. Ich arbeite so schnell wie ich kann. Die Tür geht gleich auf. Sie haben diese verfluchten Heavy-Typen dabei. Das ist so aufreibend. Boah, das ist so aufreibend, vor allen Dingen. Ach, von da auch. Achso, da stehen auch welche. Tür ist immer noch zu, verdammt. Was, wo? Wo denn? Wo? Ach da, oh Gott. Duck dich doch, mein Gott. Okay, bisschen viel Action jetzt gerade. Oder was heißt viel Action? Bisschen Schießerei hier halt. Okay, muss mich ein bisschen auf das Schießen konzentrieren. Das gibt's doch nicht. Ja, beeil dich ein bisschen. Es wäre schön, wenn du dich ein bisschen beeilen könntest. Wo denn? Tür ist mal noch zu. Alter. Halte das Dach. Wir brauchen einen Fluchtweg, wenn die Sache erledigt ist. Ja, klar. Kein Problem.
können das den ganzen Tag machen. Zumindest jene von uns, die noch am Leben sind. Okay. Huha. Ich hab gerade noch mal eben... die Spinne abgeklappert. So, Erstattet Bericht. Was geht da draußen vor sich? Antwortet mir, hallo? Jemand soll mir antworten, verdammt. Scheiße. Verstanden. Wir sind fast beim Büro. Hier ist es. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich hier nur alleine bin. Ah, hier. Los! Simpson, du Stück Scheiße! Deiner! Deiner nicht! Einfach! Wegtreten! Bring ihn zu seinem Tisch! Nein, hör! Boah, was ein Mischpult, Alter! Hört mir einfach zu! Stopp mich! Dana, genug jetzt! Bringt ihn zu seinem Schreibtisch. Hier, das sollst du lesen. Was passiert dann? Ich werde dich gehen lassen. Das verspreche ich. Brady, schalte die Kamera ein. Brady, schalte okay. die Kamera ein. Spielen wir jetzt mal eine Runde Kameramann. Bürger von Philadelphia, es ist Zeit zurückzuschlagen. Wir müssen... Das will ich nicht lesen. Lies vor, du verdammter Betrüger! Das ist Wahnsinn, versteht ihr das nicht? Wenn ihr jetzt eine Revolution anfacht, werden sie alle Amerikaner dieser Stadt auslöschen. Egal, ob vom Widerstand oder nicht. Schwachsinn. Na ja? Boston, Pittsburgh. Wann habt ihr das letzte Mal was von dort gehört? Ich soll jemandem vertrauen, der seine eigenen Leute verraten hat? Gott verdammt! Ich hab niemanden verraten. Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Ich nutze meine Position, um zu tun, was ich kann. Hör zu. Wenn ihr friedlich von hier verschwindet und euch alle ergebt, dann schwöre ich, ich werde alles in meiner Macht tun, damit die Norks Gnade... Gnade? Scheiß auf Gnade! Meine Position, was sie hören auf mich... Was weißt du schon von Gnade? Dana. Ich weiß genau, wie du deine Position einsetzt. Deine Jungs und du... Alles klar, Dana, alles klar. Nein, das... Ihr könnt Scheiß nicht... Scheiß auf Gnade! Ihr braucht mich für... Damals konnte ich nirgends untertauchen. Jetzt. Dana. Jetzt. Dana, wir brauchen ihn. Könnt ihr es auch nicht. Verstanden? Dana, nein! Scheiße. Verdammt nochmal. Oh, okay. Kacke. Okay, hört mal. Ich bin nicht der große Redner, aber... Wisst ihr was? Jetzt ist auch nicht die Zeit der großen Worte oder der Gebete oder der Hoffnung. Es ist Zeit, etwas zu tun, jetzt oder nie. Ich weiß, ihr habt Angst. Walker ist weg, die Norks haben uns in die Ecke gedrängt und ihr alle wartet auf einen Befehl. Wartet auf einen Ausweg. Nun sage ich nur eins. Scheiß drauf! Wer gerettet werden will, soll sich selbst drum kümmern! Übernehmt Verantwortung. Ihr wollt euer Land zurück? Nehmt es euch. Ihr wollt euer Leben zurück? Worauf wartet ihr noch? Nehmt eine Waffe in die Hand. Wenn ihr keine habt, einen Ziegel. Gibt es keine Ziegel, dann ballt eure Fäuste. Beißt die Zähne zusammen. Werdet wütend. Werdet verdammt nochmal wütend. Denn jetzt wird's ernst. Wenn ihr eine bessere Zukunft wollt, dann geht da raus. Und kämpft dafür! Wir haben keine Zeit mehr, wir müssen hier weg. Los, teilen wir uns auf und versammeln uns, wenn die Luft frei ist. Kämpft dafür!